Zuletzt bei The Legend of Zelda The Minish Cap. Das dunkle Schloss Hyrule ist ein einziger riesiger Dungeon, denn in Vatis Schloss Hyrule sind wir als Link nicht willkommen. Trotzdem waren wir in der Lage, Karte und Kompass mitzunehmen, die vier Ritter zu besiegen, welche die vier Schlüssel bewachten, die wiederum den großen Schlüssel bewachten. Nun haben wir den großen Schlüssel in unserer Hand und müssen Vati besiegen und Zelda retten, um das Königreich zu befreien und auch die 100% machen zu können. Denn solange Vati im Schloss ist, ist in Hyrule Ausnahmezustand und wir können mit niemandem Glücksfragmente tauschen oder ähnliches. Ich begrüße euch aus Hyrule, denn Freunde, ich habe mir hier noch zwei Flaschen London-Milch gekauft. Ich habe noch eine Fee für den Final Boss, insofern wir heute zu ihm kommen, weil wenn wir mal ungeplant sterben sollten und es nicht schaffen, rechtzeitig unsere Milch einzusetzen, dann haben wir immerhin mal ein Backup, aber ich habe eigentlich vor, mich mit der Milch immer rechtzeitig zu heilen. Ich weiß gar nicht, wie viel die Milch heilt, also ob das jetzt wirklich so krass lohnenswert ist. Ich denke mal, wahrscheinlich 6 Herzen, gehe ich mal davon aus. Aber ich glaube, mit 2 Heilungen und einer Versicherung sollten wir sterben. Sind wir, denke ich, ganz gut ausgestattet. Denn, Freunde, heute geht es zum Final Boss. Zumindest ist das der Plan. Denn wir haben hier im Schloss uns den großen Schlüssel bereits besorgt. Und jetzt müssen wir nur noch hier durchmarschieren. Und es scheint zu klappen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ihr seid gekommen, um die Zeremonie zu stören. Doch ihr kommt zu spät. Wenn die Glocke noch 3-mal läutet, ist die Zeremonie beendet. Und mit dem 3. Glockenschlag werde ich zu Erzdämon Vati. Tja, und Zelda ist dann wirklich nur noch ein Stück Stein. Oh je, wir haben keine Zeit, Hübi, lass uns aufs Dach gehen. Und was tatsächlich sehr, sehr interessant ist, ihr werdet jetzt gleich mit einem Zeitelement konfrontiert. Oh Gott, bist du eine Sau. Und zwar eben mit diesem Element der Glockenschläge. Und die kommen meistens immer, genau, wenn man so einen anderen Raum betritt. Hast du gehört, Hübi? Nur noch 2 Schläge, Beeilung. Und das lässt einen dann irgendwie so ein bisschen glauben, ja, okay, das ist ja alles inszeniert, bla bla bla. Ist es nicht unbedingt. Ich habe schon mal tatsächlich in einem ganz alten Let's Play von mir, habe ich es legit geschafft, an einem Timeout zu sterben. Also man, die Zeit kann ablaufen. Und zwar exakt in diesem Raum hier. Die Glocke hat schon wieder geläutet. Was sollen wir nur tun? Noch ein letzter Schlag und es ist vorbei. Denn hier, ihr seht es, kämpfen wir jetzt gegen Ritter. Und wenn man sich zu viel Zeit gegen diese Ritter lässt, was halt leider gar nicht so einfach ist, die, sag ich mal, schnell zu besiegen, dann kann hier wirklich, dann kann der letzte Glockenschlag kommen und es ist Feierabend. Also, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Man darf nicht denken, ja, es ist doch alles nur geskriptet und hier werde ich sowieso, hier wird nie was passieren. Nee. Hier kann man auch auf die Fresse bekommen und das ist echt nicht ohne. Deswegen bin ich jetzt sehr interessiert daran, die schnell zu besiegen, aber die greifen mich nicht an. Die greifen mich nicht an. Ich weiß noch nicht genau, wie ich weiß nicht, wir können mal gucken, ob ich den vielleicht mit Bomben mehr Schaden machen kann. Ja, oh mein Gott. Halt die Schnauze, mit Bomben können wir die sogar für den kurzen Moment K.O. machen. Okay, das ist strong. Das ist ja mal ultra strong. Also wirklich, das ist richtig strong. Das macht es so viel einfacher. So, du machst jetzt erstmal einen Abflug. Gerade auf den schwarzen Ritter brauchen wir das. Weil der ist am schwierigsten zu treffen. Weil der sich quasi, kaum Schwachstellen zeigt. So. Ich spring mich gerade nur selber. Ich krieg sehr auf die Fresse. Zack. Zack. Ja, sehr schön. Uff. Ich hatte so ein bisschen Schaden gefressen, aber wir sind gut durchgekommen. Wie gesagt, man hat hier echten Zeitdruck. In wenigen Augenblicken wäre die Zeremonie vorbei, aber ihr müsst mich ja ständig stören. Nun, ist auch nicht weiter schlimm. Es war nicht sehr viel, aber ich habe genügend Force von Zelda erhalten. Nun kann ich zum mächtigsten Dämon der Welt werden. Doch zunächst will ich mich um euch kümmern. Oh, what? Okay. Wo hat er uns jetzt eingesperrt? Kommt's jetzt zum Aufeinandertreffen? Ihr stirbt mich nicht mehr. Ich werde euch eine Kostprobe meiner dämonischen Macht geben. Ja, es kommt zum Aufeinandertreffen. Okay. Freunde, wir kämpfen gegen Vati. Es ist tatsächlich soweit.
Jetzt weiß ich gar nicht, kann ich hier, was muss ich hier tun? Kann ich diese kleinen Augen irgendwie erwischen? Ja! Okay. Die kann ich treffen. Die halten zwei Treffer aus. Oh, kann ich das zerstören? Nee. Oh, das ist ja auch eklig. Okay, was muss ich hier gegen tun? Aufpassen, aufpassen. Ich will nicht davon getroffen werden, von dem Feuer. Ja. Gar nicht schlecht. Das Auge kommt nochmal und wir haben es zerstört. So. Wir konnten ihm immerhin schon mal ein bisschen Schaden machen. Und das bringt ihn in die nächste Phase, Freunde. Weil er hat jetzt mehr dieser Augen. Aufpassen. Wo kommen die Augen? Da. Ja. Ich sehe nicht, wo es ist. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Jetzt kommt das wieder. Kann ich das mit dem Boomerang kaputt machen? Nein. Muss ich das auf ihn selber lenken? Nee, okay. Das verpufft einfach nach einer Zeit. Damit kann ich arbeiten. Und mit ein bisschen Glück erwischen wir ihn jetzt sogar. Ja. Sehr gut. Wieder schön Damage. Und ich nehme jetzt tatsächlich schon den ersten Schluck Milch. Und es sind 6 Herzen, glaube ich. Wie ich es vermutet habe. Weil damit bin ich, glaube ich, einfach ein bisschen auf der sichereren Seite. So. Und ich glaube hier, bei denen muss ich den, glaube ich, das absaugen. So sieht's aus. Und damit können wir schon mal den ersten erledigen. Den auch absaugen. Jetzt kommen nochmal die Laser. Scheiße, der macht viel Schaden, die Sau. Die Sau macht viel Schaden. Jetzt brenne ich auch noch. Okay. Ekelhaft, ekelhaft. Aber Stück für Stück, Freunde. Stück für Stück. So, wo ist er jetzt? Da. Okay. Jetzt sind zumindest alle seine Augen verletzlich. Aufpassen. Zack. Nein, er portet sich nochmal. Nein, 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 nein. Oh, scheiße, Freund, ich muss gleich meine zweite Milch trinken. Oh, was für ein ätzender Kampf. Aber er macht so viel Schaden. Er macht so viel Schaden, das ist widerlich. So, und jetzt ist die erste Flasche leer. Hey, aber alles gut, Freunde. Wir schaffen das schon irgendwie so. Aufgepasst. Jetzt auf die Flammen aufpassen, dass wir davon nicht getroffen werden. Es ist so schwer. Es ist so schwer. Aua, 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 aua. Mann! Jetzt aber! Please! Ja! Geht drauf! Lebt er immer noch? Er lebt immer noch. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben. Verdammte Axt. So. Eins nach dem anderen, Freunde. Du verziehst dich. Wir müssen jetzt ganz vorsichtig spielen. Mhm. Genau. Okay, zwei schon abgesaugt. So, jetzt wieder auf die Flammen aufpassen. Sich nicht treffen lassen. Exakt. Oh, ich habe, glaube ich, allen das schon abgesaugt. Ich habe das denen tatsächlich jetzt im letzten Moment gerade noch abgezogen. Das läuft doch gar nicht schlecht. Aufgepasst. Jawollo. Und wir haben ihn besiegt, Freunde. Wir haben Erzdämon. Nein, haben wir natürlich nicht. Ganz ehrlich, hat niemand gedacht. Gar nicht so schlecht. Ich habe dich unterschätzt. Gut. Was sagst du dazu? Ich habe noch mehr Kraft angesammelt. Meine Dämonenkraft kannst du mit dem witzigen Schwert nicht bezwingen. Oh, boy. Und ich glaube, ich sipp einfach gleich noch eine Milch. Ich meine, solange ich die Herzen nicht verschwende, alles gut, ne? So, solange meine Sachen damit nicht voll werden. Okay, was müssen wir tun? So, jetzt verteilt er hier Schlons. Muss ich mich hier vielleicht einfach aufteilen? Ah, ne, warte mal, stopp, stopp, stopp. Ich glaube, ich muss dir was mit Pfeil und Bogen machen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ja! Wir müssen hier nämlich seine Schwachpunkte aufdecken. Und immer 4 von 8 Augen sind verletzbar. Und die müssen wir dann quasi finden. Und die haben wir jetzt. Und die müssen wir jetzt gleichzeitig attackieren. So sieht's aus! Und dann können wir ihm das erste Mal Schaden machen. Kann ich das hier kaputt machen? Ja! Okay, da krieg ich sogar frische Pfeile. So, blau, blau. Auch blau. Okay, wir müssen seine Rückseite treffen. Ganz offensichtlich. So. Aufpassen, mal kurz von der Seite. Exakt, das war ein schöner Treffer. Okay, alle Schwachpunkte sind offengelegt. Jetzt müssen wir wieder aufpassen. So, wir passen auf. Okay, das war jetzt leider nichts. Hat er uns jetzt getroffen. Lad auf, lad auf, lad auf. Oh, 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 oh. Ekelhaft. Verzieh dich, verzieh dich. Ich brauche ein bisschen Platz. Ich brauche ein bisschen Platz, um mich hier zu duplizieren. Exactement. So, und dann müssen wir ihm jetzt geben. Jawollo. Und jetzt wieder draufhacken. Oh, der hat gesessen. Der hat ja mal sowas von gesessen. Sehr schön. So, und wieder anfangen aufzudecken. Dass ich mich hier abtreffen lasse, war dumm.
Jetzt wahrscheinlich Seite, oder? Nee, wieder von vorne. Wieder von vorne. Okay, aufgepasst, aufgepasst. Lad auf. Ja. Hauptsache, wir lassen uns nicht treffen. Yes! Wir haben wieder seinen Schlachtpunkt flach gelegt. Also lege ich was anderes flach. Spaß beiseite. Kommt jetzt die Seite? Oh, boy, wie schnell er sich bewegt. Wie schnell er sich bewegt. Mhm, ja, ja, es ist die rechte Seite diesmal. Okay. Mhm. Aufgepasst. Ey, wenn du dich so schnell bewegst, dann habe ich keine Chance, dich zu treffen. Ich weiß, das ist wahrscheinlich dein Plan. Aber ich wollte es dir nur gesagt haben. Okay. Good job. Good job. Er greift irgendwie gar nicht mehr an. Doch, jetzt greift er an. Kaum rede ich davon, ne? So, jetzt kommt wieder mit Schlons um die Ecke. Das ist mir aber erstmal egal. Bitte triff mich nicht. Verdammt, verdammt. Ich wollte mich nicht duplizieren. Aber da war nichts zu holen für mich. Okay, er ist richtig sauer. Er ist richtig sauer. Verdammt. Das wäre meine Chance gewesen. Das wäre eigentlich gar nicht schlecht gewesen. Okay, aufgepasst, Freunde. Jetzt, jetzt, jetzt. Ja! Wir haben ihn wieder. Ja, war das viel Damage. Sehr gut. So, weiter aufdecken. Mhm. Okay, auf jeden Fall vorne rechts auf jeden Fall. Es ist wieder die Vorderseite. Es ist wieder die Vorderseite. Good job. So, ich muss mal ein bisschen was von dem Zeug hier entfernen. Sind da nur Pfeile drin oder können da vielleicht auch Herzen drin sein? So, aufgepasst. Aufgepasst, Freunde. Jetzt aufgepasst. Jetzt, jetzt. Nein. Verdammt. Ich stand schon richtig. Ich stand schon richtig. Zum Glück können wir schneller aufladen. Imagine, wir hätten diesen Schwertmeister nicht gefunden. Jetzt. Das war's? War's das? Oder kommt noch was? Das darf nicht wahr sein. Ich bin ein Dämon. Ich bin mächtiger als alles andere. Ich kann doch nicht gegen ein Kind verlieren. Doch. Kannst du. War's das oder kommt noch was? Das hast du gut gemacht. Jetzt lass uns schnell Zelda vom Fluch befreien. Ich weiß nicht, ob ich dem trauen kann, Freunde. Ich weiß nicht, ob ich dem trauen kann. Gut, Hübi. Jetzt verwandle Zelda mit der Kraft des Schwertes der Vier. War's das wirklich oder kommt der jetzt nochmal? Ich hab Angst. Ich hab Angst, Freunde, wirklich. Ich trau immer dem Ganzen nicht. Aber ich glaube, wir haben's. Hübi, danke für deine Hilfe. Auch als ich zu Stein geworden war, konnte ich dich sehen, Hübi. In meinen Träumen. Der Fluch ist offenbar gebrochen. Ein Glück, wir kamen noch rechtzeitig. Oh boy. Oh, das Ganze bricht zusammen. Oh nein, das Schloss stürzt ein. Wir müssen schnell hier raus. Los, lauf. Okay. Nanu, der Ausgang ist blockiert. Dann schnell zur heiligen Stätte. Wo ist die? Wo ist die? Hier runter? Kann ich hier jetzt auch zu langsam sein? Ist das möglich? Ich folge einfach mal die. Ich vermute mal, dass alle Wege mir verbaut sind, wo die heilige Stätte nicht ist. Okay, hier ist sie. Schnell rein hier. Hier sollten wir safe sein, Zelda. Auf geht's. Nein. Mir entkommt ihr nicht. Ihr sollt die Kraft des Dämons Vati, der das Force erlangt hat, erfahren. Ich dachte es mir doch. Das war's noch nicht, Freunde. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, was geht jetzt ab? Was geht jetzt ab? Ich schieße einfach Pfeil und Bogen. Da passiert erstmal nichts. Aua. Shit, habe ich noch Londonmilch? Ja, eine habe ich noch. Die sippe ich noch. Und da muss ich jetzt gucken, was passiert. Da muss ich jetzt erstmal gucken, was passiert. Wie mache ich ihm Schaden? Kann ich diese Arme angreifen? Nein. Okay. Ich kann mich klein machen, aber ich glaube, auch das wird mir nichts bringen. Okay, vielleicht Pfeil und Bogen. Wir testen mal das. Die Mucke ist ultra episch. Nee, irgendwie ist auch Pfeil und Bogen noch nicht die Lösung. Okay, ich bin noch nicht ganz schlau daraus geworden, Freunde. Was wir hier tun müssen. Er sperrt uns hier richtig asozial ein. So, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn er das macht. Die Frage ist nur, was müssen wir dann tun? Keine Ahnung, Wirbelstab? Ich weiß es nicht. Ja, der Wirbelstab ist es. Und jetzt können wir in den Arm rein. Wir können... Jetzt hat er uns runter... Ja, wow. Okay, 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 okay. Er macht uns trotzdem Schaden? Nein, ich war doch super weit weg. Oh nee, ich bin hier voll eingesperrt. Ich verliere gerade alle meine Leben. Wie asozial. Wie asozial. So, und was geht hier ab? Ah, den muss ich treffen.
Okay. Und jetzt haben wir, glaube ich, den ersten besiegt, oder? Oh, wir müssen so auf unsere Leben aufpassen. Ja. Ich muss irgendwie heil an ihm vorbeikommen. Das ist so ätzend. Okay, er macht wieder den Move. Damit kann ich arbeiten. Weil dann kann ich jetzt vielleicht gleich seinen zweiten Arm freilegen. Passt auf, passt auf. Zack. Nein. Zack. Zack. Genau so. Jetzt hat er erstmal gar nichts mehr zu melden. Und er ist dadurch auch kleiner geworden. Sehr entspannt. So. Lampe it in. Wo ist... Da, da ist er. So, schön eingesperrt in der Ecke. Der kommt nicht mehr raus. Yes. Okay. Gar nicht schlecht. Und was müssen wir... Okay, jetzt ist alles offen. Ich glaube, jetzt müssen wir uns vier teilen. Der Moment ist gekommen. Freunde. Oder? Wir schauen mal nach. Scheiße. Okay, kann ich die treffen? Nee, kann ich nicht. Okay, wie kann ich mich gegen ihn verteidigen? Was muss ich jetzt tun? Ich schau mal, ob ich im Pfeil und Bogen hier was machen kann. Nee, warte mal. Kann ich... Die kann ich bestimmt zurückschleudern. Bestimmt kann ich die Energiebälle zurückfeuern. Okay, ich muss mich mal kurz wieder... So. Weil ansonsten bin ich zu verletzlich. Genau, hier warten wir jetzt mal kurz. Exakt. Jetzt aufpassen. Oh, ich habe drei zurückgeschleudert. Nein, schieß nochmal. Bitte schieß nochmal. Oh, nein. Oh, wie ätzend. Der macht immer erst seine normalen Bälle und dann schießt er mit den Augen. Jetzt aufgepasst. Jetzt hier aufpassen. Oh, das ist ja mal super schwer. Okay, wahrscheinlich muss ich mich jetzt erst hier so vorbereiten. Warum macht er denn jetzt schon wieder das? Warum macht er es denn immer nicht, wenn ich gevierteilt bin? Und meine Leben sind auch echt am Arsch. Das muss ich leider so sagen. Jetzt rüber. Er hat gerade... Nee, er macht nochmal das. Ja. So, würdest du jetzt auch mal mit deinen Augen schießen, ja? Nein! Ich war nicht perfekt positioniert. Okay, ich muss mich wieder... Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Oh boy! Ich kämpfe so schlecht! Das kannst du doch keinem erzählen, jetzt! Nein, warum hat das jetzt nicht geklappt? Oh, das stinkt doch. So, da kann ich dem noch entkommen, ja? Jetzt! What? Hä? Mann! Was für ein blöder Kampf! So, neuer Versuch, Freunde. Oh, scheiße, ich wollte jetzt getimed drücken, hat auch nicht geklappt. Wie peinlich stelle ich mich denn an? Ich mache mir gerade etwas Druck, muss ich zugeben. Jetzt. What? Das ergibt keinen Sinn! Aufpassen, ja. Ich meine, immerhin macht er mir nicht Schaden. Das ist doch Müll. Wirklich jetzt? Was soll ich denn hier machen? Zum Glück habe ich in dem Kampf kein Zeitlimit, sonst hätte ich jetzt schon komplett verkackt. Wieder aufpassen. Ja, jetzt macht jeder das. Irgendwie. Vielleicht meine Wirbelattacke. Jetzt schießt er natürlich wieder direkt mit seinem Auge, wenn ich noch nicht bereit bin. Ja, wir haben alle Zeit der Welt. Wichtig ist nur, dass wir keinen Schaden bekommen. Wichtig ist wirklich nur, dass wir ohne Schaden kämpfen. Genau. Da würde ich jetzt sogar zwei erwischen. Warum passiert das? Vielleicht muss ich mehr Abstand nehmen. Nein. Okay, ich muss, glaube ich, wieder drei aufladen. Warten, bis er oben einmal schießt. Exakt. Und dann mich ready machen. So, jetzt. Passt auf. Ja! Das hat funktioniert! Okay. Das war doch mal ein erster Erfolg. Ein erstes Mal Schaden auf ihm. Genau, jetzt schießt er wieder oben. Er schießt jetzt ein bisschen schneller. Ich mach mich mal ready. Ich spiele das ganz vorsichtig. Aufgepasst. Genau so. Scheiße, ich glaube meine... Ja, verschwinden jetzt. Genau, damit er schießt. Verdammt. Aber ich denke, ich habe das System verstanden. Ich habe immer noch eine Fee. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben immer noch eine Fee, mit der wir uns verteidigen können. Oh, er macht schon wieder den. Aufgepasst. Es muss ja wirklich mal einiges zusammenkommen, dass das alles hier funktioniert.
So, er macht wieder oben, genau. Zack, wir machen uns ready. Mhm. Oh, verdammt. Ich habe das Gefühl, dass Spam bringt nämlich nichts. Beim Spam haben wir bisher nie Erfolg gehabt. Scheiße, ich krieg das Timing nicht hin. Leute, ich gehe noch Game Over. Ich will nicht Game Over gehen, ich will das schaffen. Ach, jetzt macht er wieder oben. Du bist so eine Sau. Jetzt macht er zum dritten Mal oben. So, aber jetzt die Fee. Meine letzten 4 Leben, Freunde. Ich gehe in diesem Kampf noch Game Over. Das ist zum Heulen. Man muss sich wirklich perfekt vor ihm positionieren. Das ist doch lächerlich. Tut mir leid, dass ich so schlecht bin, Guys. Ja! Da! Nochmal Schaden! So, aufpassen. So, schieß wieder oben, du Sau. Genau. Nein, nur 3 von 4. Wieso denn jetzt 3 von 4? Schieß nochmal mit den Augen. Ja, ja. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. So etwas Dummes. Was ist mit der Kraft des Force, der dämonischen Kraft? Oh mein Gott. Wir haben ihn besiegt. Ganz wichtig, Freunde, ganz wichtig. Oh, Hübi, schön, dass nichts passiert ist. Du hast Vati besiegt. Das ist gut. Aber wir haben so viel verloren. Das Schloss, all die Menschen. Oh, wer hätte das gedacht? Nun, da Vati besiegt ist, ist auch sein Fluch von mir gewichen. Mein Name ist Ezelo. Ich bin der Weise von Teloria. Ich war es, der die Mütze des Hexenmeisters erschaffen hat. Meine Schwäche hat den Menschen viel Leid gebracht. Bitte verzeiht mir. Viele Menschen mussten sterben. Das Schloss ist zerstört, doch gebt die Hoffnung nicht auf. Da auch ich meine ursprüngliche Gestalt zurückerlangt habe, lässt sich mit Zeldas Force und der Mütze vielleicht noch was ausrichten. Wenn ein aufrichtiger Mensch sie trägt, entfaltet die Mütze ihre wahre Kraft. Nun denn, Zelda, bete inbrünstig für deinen Wunsch. Sie lässt alles ungeschehen werden. Sehr schön. Und sogar die Monster verpuffen. Okay. Also quasi, als ob die Kiste nie geöffnet worden wäre. Ah, das Schloss steht wieder in seiner alten Pracht. Die Menschen sind vom Fluch befreit. Alles ist wieder wie vorher. Ja, ich spüre die Lebenskraft überquellen. Selbst die magische Mütze erzittert vor solcher Energie. Die Mütze heißt Mütze der Wünsche. Sie erfüllt die Wünsche des Trägers. Weil Vati so ein böses Herz hatte, wurde er zu einem Dämon. Doch Zeldas Wunsch und die Kraft des Force könnten ein Wunder vollbringen. Ja, die Zeit des Abschieds scheint gekommen. Das Tor von Teloria, das sich nur alle 100 Jahre öffnet, schließt sich wieder. Ich kehre zurück nach Teloria. Ich weiß, durch meine Schuld geschah viel Leid. Doch das Böse ist besiegt. Dank Zelda erstrahlt Hyrule wieder im alten Glanz. Hübi, unsere gemeinsame Reise hatte durchaus vergnügliche Seiten. Der Abschied stimmt mich ein bisschen traurig. Nimm bitte dieses Geschenk. Wir kriegen eine neue Mütze. So sehe ich dich zum ersten Mal. Aber sie steht dir, kleiner Held. Alles Gute.
Lebe wohl. Und damit ist er weg. Und da kommen die Credits! Das war's. Zumindest die Story. Freunde, das war nicht der letzte Part, denn wir haben noch ein bisschen was zu erledigen. Wir müssen Glücksmomente vereinen, wir müssen Nintendo-Figuren besorgen, wir haben noch viele Herzteile, die wir brauchen. Aber das war leider alles nicht so ganz möglich. Dementsprechend wird es auf jeden Fall auch den ein oder anderen Minish Cap Part geben. Da bin ich mir ganz sicher. Und ja, lasst uns ein bisschen über das Spiel reden. Wie immer benote ich die Spiele sehr gerne nach Schulnoten. Das finde ich irgendwie besser als immer so ein 1 bis 10, weil ich finde, mit Schulnoten kann man sich besser identifizieren. Ich überlege gerade, ich wollte sagen, fangen wir mit den Schwächen an. Hat dieses Spiel meiner Meinung nach Schwächen? Ja. Das Glücksfragmente-Verein, gerade für 100%-Sammler, ist sehr pain. Gerade, dass man auch irgendwann, dass sich rausstellt, dass man mit einigen Leuten mehrfach tauschen kann, was davor nicht ging. Oder allgemein, dass im Laufe des Spiels immer mehr Leute dazukommen, mit denen man tauschen kann, mit denen man davor nicht tauschen konnte. Das macht es irgendwie so sinnlos, sich am Anfang um die 100% zu kümmern, weil man wirklich Zugriff auf alles erst am Ende hat. Also, ich glaube, wenn man 100% sammelt, ist es viel sinnvoller, kein einziges Glücksfragment über das gesamte Spiel hinweg zu vereinen und dann am Ende einfach mit jedem, mit dem man tauschen kann, dann direkt zweimal zu tauschen, weil dann hat man einen besseren Überblick. Also das finde ich ein bisschen weirder noch irgendwie, dass man mit jedem irgendwie geredet haben muss und mehrfach und erst nach anderen Dungeons will jemand tauschen. Das finde ich nicht so cool. Also allgemein das 100% sammeln in dem Game ist ein bisschen schwierig, gerade auch mit den Nintendo-Figuren. Also wie viel Zeit ich da schon in den Sand gesetzt habe, da immer diese Glückskapseln zu ziehen. In der Hoffnung, irgendwann alle Figuren zu haben. Ich muss ja noch 30 Stück daraus bekommen. Es graut mir jetzt schon davor. Oh, und vor allem, irgendwann hat man auch nicht mehr genug Muscheln. Es ist so, nee. Ganz, ganz, ganz weird. Also das 100% sammeln finde ich nicht so schön. Es ist geil, dass diese Welt so viel zu entdecken hat. Und sie ist wirklich sehr einladend. Es gibt wirklich viel zu tun. Aber, ich weiß nicht. Es ist, ich finde, das könnte man schöner lösen. Also die 100% sind hier ein bisschen am Arsch. Ansonsten kann ich wirklich nicht viel Negatives über das Spiel sagen. Die Musik ist wunderschön. Man darf nie vergessen, das Ding läuft auf einem Game Boy Advance. Das ist so ein altes Gerät. Die Grafik ist wirklich wunderschön. Das Spiel hat ein sehr schnelles Pacing. Es ist wirklich viel los. Also man hat einfach immer was zu entdecken. Es ist immer was los. Nicht so viel ewig lange Story-Blöcke und dann wieder ewig lange Gameplay-Blöcke, sondern ich finde, so Story und Gameplay ist super miteinander verwoben, dass man eigentlich immer zocken kann. Auch das Intro ist ganz kurz gehalten, macht super viel Spaß. Kreative Items, ich mag den Greifenmantel, ich finde den magischen Krug mega cool, die Maulwurfshandschuhe. Hiermit endete das erste Abenteuer von Hyby. Also wirklich auch ganz eigene Items. Doch was wird die Zukunft Hyby, Zelda und den Hylianern noch bringen? So geht die Geschichte weiter, okay. Also wirklich ganz stark. Die Dungeons waren vielleicht ein bisschen linear. Die hätten, finde ich, ein bisschen schwieriger sein sollen. Man hatte nie wirklich große Probleme zu wissen, wo es lang geht. Die hatten jetzt nicht viel mit Rätseln zu tun. Sie haben Spaß gemacht, aber sie hätten, finde ich, einen etwas größeren Rätselfaktor haben können. Aber es war wirklich einfach, man konnte sich quasi nicht verlaufen. Man hat vielleicht mal eine Truhe übersehen oder so. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, ich habe nichts auszusetzen. Dieses Spiel ist großartig. Es ist mit Link's Awakening, glaube ich. Nee, es ist alle 2D-Zelda sind eigentlich geil. Ich suche wirklich nach Dingen, die ich an diesem Game kritisieren kann, aber außer dieses 100% sammeln, was echt ein bisschen schwierig ist, wüsste ich nicht, was ich zu motzen habe. Das meine ich ganz offen und ehrlich. Und jetzt ist die Frage, Freunde, ist statt Hyrule wieder normal? Kann ich jetzt wieder ganz normal die 100% machen oder wie sieht das jetzt aus? Nee, die Stadt ist immer noch so in Randale. Hä, kann ich die 100% schaffen? Das ist sehr, sehr interessant. Na, die Bewohner sind noch da, ne? Ich wüsste nicht, warum ich diesem Spiel keine 1 geben sollte. Da bin ich ganz offen und ehrlich zu euch. Ich wüsste nicht, warum ich diesem Spiel nicht einfach die volle Wertung geben sollte. Ich habe nichts daran auszusetzen. Wie gesagt, wie das jetzt mit den 100% aussieht, weiß ich jetzt noch nicht. Weil zum Beispiel einige, wie die Katze hier ist ja weg oder auch, also einige Charaktere sind ja verschwunden.
keine Ahnung, ob das jetzt auch alles klappt. Aber wir werden es beim nächsten Mal auf jeden Fall herausfinden, wenn ich mich darum kümmere. Hier ist es auch der Dog. Und du bist da, das ist alles wunderschön. Ja, ich glaube, ich gebe dem Game eine 1. Ganz ehrlich, ich wüsste nicht, was ich kritisieren soll. So, aber die ganzen Kids sind zu Hause, ja. Aber es will auch keiner Glücksfragmente mit mir tauschen. In diesem Sinne, sage ich, gibt's die Hühnerquest noch? Ja, okay, also, ich glaube, die Leute sind nur in die Häuser gegangen. Ich glaube, ich hätte die ganze Zeit schon die 100% machen können. Naja, nicht so wichtig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie gesagt, 100% stehen noch an. Wir müssen jetzt ätzende Mini-Nintendo-Figuren sammeln. Wir müssen auch die restlichen Glücksfragmente finden. Und uns fehlen noch wirklich viele Herzteile. Also, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Danke noch für den Riesensupport per Kanalmitgliedschaft an Sören Komora, Luxarcadia und JT90PRL. Bro, ich kann den Namen nicht aussprechen.